Willkommen zu Star Citizen und dem XXL Status Update für Juli. Nachdem die Version 3.14 mit der Implementierung von Orison of Crusader und der damit verbundenen CloudTech-Technologie bereits auf dem Testserver ist, finden auch weitere Mechaniken ihren Weg ins Spiel, welche nicht nur marginale Auswirkungen auf das aktuelle Alpha-Erlebnis haben. Hierzu gehört unter anderem das Power-Management-System, welches vormals als Kondensator-Gameplay bezeichnet wurde, der Raketen-Operator-Modus, die großflächige Überarbeitung der Schiffs- und Waffenwerte sowie viele kleinere Optimierungen und Verbesserungen. Und natürlich ist auch das neue Radar-Scanning- und Ping-System keine Kleinigkeit. Jedoch gab es abseits des 3.14-Release auf dem Testserver für die erste Welle, im aktuellen Monatsbericht sowie auf der Roadmap einige interessante und vielversprechende Entwicklungen und Updates. Wir fassen euch diese in verschiedenen Bereichen zusammen und analysieren für euch wie gewohnt das vorliegende Datenmaterial. Wir beginnen mit dem Monatsbericht, wobei wir nachfolgend die aktuelle Roadmap in einen Kontext bringen, um hieraus unsere Analysen treffen zu können. Das AI-Content-Team erstellte erweiterte Motion-Capture-Aufnahmen, welche für eine Implementierung ins Spiel aufbereitet werden. Hierdurch wird für die nachfolgenden Arbeitsschritte eine deutliche Reduzierung des Aufwands erwartet, was Kapazitäten freisetzen soll. Das Verhalten von NPC-Wachmännern und Verkäufern wurde erweitert, was eine erste Interaktion ermöglicht. Hierbei gibt der Wachmann beim Annähern eines Zivilisten zufällige Verhaltensmuster wieder. Dieser fragt etwa nach dem Fluchtweg eines Verbrechers, oder wir können einen Verstoß melden. Ebenfalls ist die Verknüpfung mit dem Reputationssystem hierbei in Entwicklung. Verkäufer können Speisen und Getränke aus verschiedenen Gebrauchsgegenständen sammeln und dem Spieler letztlich als eine einzelne Bestellung ausliefern. Hierzu gehören zudem weitere Arbeiten an Dialogen sowie passende Animationen und Handlungen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz der NPCs wird es im Raumkampf ermöglicht, dass diese KI Unterkomponenten wie Triebwerke und Waffen identifizieren und anvisieren kann. Weiter wird eine erweiterte Auswahl an Taktiken ermöglicht. Als Beispiel wurde genannt, zunächst die Triebwerke eines Schiffes auszuschalten, um diese dann aus sicherer Entfernung zu beschießen. Weiter wird die KI ihre Angriffe auf die größte Bedrohung fokussieren, also beispielsweise entsprechend große Waffen-Hardpoints, welche den größten Schaden verursachen. Denn auch das Verhalten in diesem Zusammenhang des NPCs wurde angepasst, indem dieser seinen Anflug auf die hierfür benötigte Seite verlagert, um die speziellen Waffen-Hardpoints dann auch anvisieren zu können. Künftig reagieren NPCs auf durch den Spieler gesetzte Reize, wie das Abfeuern eines Schusses, das Ziehen der Waffe oder ein ähnliches Verhalten. Hierfür werden verschiedene Variablen wie die Richtung, das Reaktionslevel, eine Bewaffnung oder das Wegstecken einer Waffe verarbeitet, was aufgrund der enormen Anzahl an Animationsvorlagen umfangreiche Arbeiten darstellt. Auch ein KI-Verhalten, welches NPCs ermöglicht, Frachtkisten oder anderes Material zu erkennen, dieses aufzunehmen und letztlich zu stapeln, wurde durch einen Prototypen erstellt. Hierbei ist auch ein Transfer in andere Bereiche möglich, sowie unterschiedliche Verhaltensweise, je nach dem Einsatzbereich. Interessant ist die Fertigstellung einer ersten Version der unbemannten Geschützturm-KI. Diese für die Invictus-Woche und den massiven Bengal-Träger eingesetzte Technik führte zu vielen positiven Erfahrungen und Effekten und ist sehr einfach auf mehrere andere Entitäten, also jegliche Türme und andere KI-gesteuerte Bereiche übertragbar. Nach unserer Analyse beschleunigt dies erheblich eine Implementierung der Server-Blade-Technologie oder der NPC-Crewmember. Details hierzu finden wir im zweiten Abschnitt, wo wir die Roadmap speziell für diesen Bereich nochmals näher ansehen. Die Routenfindung von NPCs wurde neben der Navigation zu Fuß auch im Weltraum verbessert, was unter anderem dazu führt, dass kleinere Schiffe größeren Schiffen entsprechend ausweichen und größere Schiffe erwarten, dass ihnen Platz gemacht wird. Weiter wird es NPCs ermöglicht, Lastenkarren, Krankenbetten, Trolleys und ähnliches zu nutzen und zu steuern. Diese Bereiche sind neben dem Medical Gameplay natürlich auch für den Frachtbereich essentiell. Ein internes Subsumption-System, welches für eine detaillierte Missionslogik sorgt, ermöglicht einen besseren Überblick über die Logikstränge von Missionen, was eine erhebliche Verbesserung dieser ermöglicht. Das Animationsteam arbeitet neben verschiedenen neuen Sets für Läden und Geschäfte zudem an Verhaltensanimationen von Zivilisten, welche rennen, sich verstecken oder anderweitig auf die Umgebung reagieren sollen. Weiter werden Animationen für medizinische Behandlungen und eine Wiederbelebung erstellt, welche wiederum ebenfalls notwendig für ein Medical Gameplay sind.
Die Erweiterung der Gesichtsanimationen für Emotes, Essen und Trinken sowie unzählige andere Systeme wurden ebenfalls erstellt. Arbeiten an kommenden Tools wie dedizierten Salvaging- oder Traktor-Tools wurden auch fortgesetzt. Das R-Team arbeitet an weiteren Krankenhausstandorten wie Grimhex oder Area 18, welche sich bereits in der Greybox-Phase befinden. Interessant sind Puzzles, welche für das Exploration-Gameplay erscheinen, welche bei der Erkundung abgestürzter Raumschiff-Wracks und neuen Spielbereichen für ein erweitertes Erlebnis sorgen sollen. Hierfür werden anfangs 24 unterschiedliche dieser Puzzles, welche zur Hälfte am Boden und zur anderen Hälfte im Weltraum implementiert werden, ins Spiel gebracht. Für Bodenmissionen werden zufallsgenerierte Innenräume entwickelt, welche mehr Vielfalt bieten sollen. Und die kolonialen Außenposten wurden in die Final Art Phase gebracht und werden nun mit mehr Variationen und zusätzlichen Themen versehen. Kurz vor der Fertigstellung sind die Gaswolken, welche die Sprungpunkte umgeben werden, welche mehrere verschiedene Optiken erhalten. Zudem ist die Verbesserung der Leistung und Fehlerbehebung vor Horizon in aktiver Arbeit. Kommen wir zum Bereich der Schiffe. Hier wurden viele kleine Verbesserungen an einer Vielzahl bereits flugfähiger Schiffe vorgenommen und die Constellation Taurus ins Spiel in die aktuelle 3.14 gebracht. Beide Crusader Starfighter Varianten, die Ion und die Inferno, sind in der Final Art Phase angekommen und werden im vierten Quartal pünktlich ausgeliefert. Ebenfalls ist die Drake Vulture in die Whitebox Phase eingetreten und somit auf einem guten Weg. Spannend war die Ankündigung einer neuen Variante eines beliebten Schiffes, welche im späteren Verlauf des Jahres angekündigt wird. Hierzu passend war die Meldung, dass das britische Team in der Final Art und Lightning Phase für ein nicht angekündigtes Schiff befindlich ist. Hier bleibt natürlich viel Raum für Spekulationen, welches Schiff es ist. Allerdings impliziert die Andeutung, dass es sich um eine neue Variante eines beliebten Schiffes handelt, dass wir eine neue Version eines bereits flugfähigen Schiffes erwarten können. Die Aegis Redeemer schloss die Greybox-Phase ebenfalls ab und steht kurz vor dem Release. Die Saber sowie Retaliator sind weiterhin auf dem Weg in den Goldstandard, wobei die Retaliator durchgehend überarbeitete Licht- und Türsteuerungen erhielt. Und nachdem die Saber keine Lichtsteuerung oder Türen außer dem Cockpit hat, fällt das da natürlich weg. Die Crusader Hercules Starlifter A2 Variante wird aktuell mit dem Einbau eines Küchenbereichs für die Besatzung sowie der beiden großen Bombenschächte für unfreundliche Kontakte zu Nichtbesatzungsmitgliedern für einen zeitnahen Release vorbereitet. Das Audio-Team arbeitet weiterhin an der musikalischen und atmosphärischen Untermalung von Horizon. Zudem wurden Effekte für das Medical Gameplay, die Cure Life Medizingeräte-Serie sowie entsprechende Dialoge hierfür erstellt. Das Engine-Team stellte verschiedene Optimierungen fertig, wobei die Physikberechnung beispielsweise nur noch 50% des Speichers benötigt. Ebenfalls wurden netzwerkbezogene Datenzugriffe und Synchronisierungen effizienter gestaltet. Und die Arbeiten am Generation 12 Renderer schreiten weiterhin gut voran, was einen zeitnahen geplanten Release ermöglichen soll. Und hiermit stehen dann deutliche Performance-Verbesserungen an. Für die Version 3.14 wurden erweiterte Grafikeinstellungen ermöglicht, welche weiter ausgebaut und verfeinert werden. Ein Treiberproblem mit der Nvidia GTX Grafikkartenserie der 10er Reihe wurden mit einem Workaround behoben. Das Feature-Team arbeitet an einem Blut-Drogenspiegel, welcher durch verschiedene Bildschirm- und Spieleffekte direkt Einfluss auf die Handlungen des Spielers haben wird. Hierbei wurde zudem ein gewisser Grad an Zufälligkeit implementiert, was ein realistischeres Auftreten ermöglicht. Die auftretenden Effekte wiederum skalieren hierbei mit den Spielerwerten und reagieren auf Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Ein Down-Zustand wurde im Rahmen des Medical Gameplay implementiert, was eine Art Bewusstlosigkeit darstellt, wobei der Spieler auf Hilfe von Teamkameraden zur Wiederbelebung angewiesen sein wird. Das Gameplay-Team setzte die Arbeiten am Player Asset Manager fort, wobei der Name endgültig auf Knickknacks festgelegt wurde. Ein entsprechendes Logo und Branding-Schema wurde erstellt, wobei die restlichen Aufgaben für die Veröffentlichung des Knickknacks-Systems im dritten Quartal vorbereitet werden. Ich hoffe ja, dass Sie ein Logo wählen, das nach Nüssen aussieht. Das passt dann zum Namen. Das Ingame-Event Ninetales Lockdown findet mit der Version 3.14 statt. Der Cargo Refactor wurde mit Arbeiten an Ressourcencontainern sowie den persistenten Hangars und den Verkaufsbereichen erweitert. Für die Alpha 3.15 ist die Beutegenerierung, also Kisten mit zufällig vorhandener wertvoller Beute, in Arbeit.
Atmosphärenschäden, wie beim Sinkflug zum Kern von Crusader, werden durch entsprechende Schiffsschäden entwickelt. Die Schiff-zu-Schiff-Betankung ist in der abschließenden Produktionsphase, wobei ermöglicht wird, dass Spieler anderen Spielern Treibstoff im Austausch gegen Credits verkaufen können. Das Feature-Team arbeitet weiter an den Sprungpunkten, wobei ein schneller Fortschritt festzustellen sei und ein großer Teil des Teams daran arbeiten würde. Schubdüsen-Staubeffekte werden für die kommende Spielversion fertiggestellt. Weiterhin wurde die Docking-Mechanik verbessert, wobei angedockte Fahrzeuge nun aufgetankt, repariert und aufmunitioniert werden können. Das Schlüsselfeature der 3.14, die neuen Schiffs-HUDs, werden weiter verbessert und für die verschiedenen Schiffe implementiert. In aktiver Arbeit befindet sich auch der Raketen-Operator-Modus sowie das Energieverteilungssystem, sowie die verschiedenen Aspekte des Schiffskampfes. Diese werden zu 3.14 weiter ausbalanciert, optimiert und verbessert. Das Grafik- und VFX-Team überarbeitete das Radar-Scanning- und Ping-System, welches komplett neue visuelle Effekte und Optimierungen bekommen hat. Zudem wurden für Horizon eine Vielzahl von Performance-Verbesserungen und Ressourceneinsparungen aufgrund der weit entfernten Renderings erarbeitet. Zudem macht das Feuer-Feature gute Fortschritte und ist für eine zeitnahe Implementierung ins Spiel vorbereitet worden. Das Lore-Team erstellte unter anderem für Horizon umfangreiches Material, die kommenden Ingame-Events, die Xian-Briefe sowie Material für das Medical- und Hacking-Gameplay. Seitens des Turbulent-Teams sind die Arbeiten am Server-Meshing weiterhin in vollem Gange, wobei auch die RSI-Website stark erweitert und durch die neue Roadmap effizienter gestaltet wurde. Ebenfalls neu sind die privaten Mehrbenutzer-Lobbys im Spectrum, welche der erste Schritt zur Verbindung von Spectrum zum Ingame-Chat darstellt. Auch das Backend wurde deutlich erweitert und verbessert. Das User-Interface-Team arbeitet an sämtlichen Bereichen für das Medical-Gameplay, erstellt die Kerntechnologien für die neue Star-Map und verband diese mit dem neuen Radar- und Scansystem. Diese Hintergrundarbeiten werden absehbar abgeschlossen und eine In-Game-Funktionalität nachfolgend implementiert. Letztlich wird dann eine neue UI für die neue Star-Map folgen. Weiterhin wurden interaktive Bildschirme für Horizon sowie eine Verbesserung des Mobiglass und diverse neue Logos und Fahrzeugkonzepte erstellt. Das VFX-Team fügte Theaters of War eine große Explosionssequenz zu und arbeitet ebenfalls am neuen Fahrzeugradar- und Ping-System. Analyse auf relevante Änderungen oder im Kontext aufschlussreiche Bereiche. Wir beginnen mit dem EU-Gameplay-Feature-Team, welches Schäden durch Atmosphärendruck, beispielsweise Crusader, aber auch unter Wasser Mitte September abschließen möchte. Die Arbeiten an Langstreckensonden beginnen im August, ein Abschluss ist jedoch noch nicht in Sicht. Ende Juli erhalten wir bereits die erste Version eines dynamischen Loot-Systems, welches bis Mitte Oktober, also pünktlich zur CitizenCon, erweitert werden soll. Anfang September wird das Schiff-zu-Schiff-Betanken erwartet. Das Firesprite-Team arbeitet, wie erwartet, weiterhin an der Erweiterung Theaters of War. Im Bereich Game Service ist ein Spieler-Statistik-Service bis Ende August geplant, sowie finden weiter Arbeiten an Grimhex und dem Server-Meshing statt. Und natürlich gehen auch die Arbeiten an Squadron 42 weiter. Das Missionsteam plant bis Jahresende einen neuen Missionstyp, welcher das Infiltrieren eines Schiffes sowie Hacking-Mechaniken bereithält. Zudem sind die bekannten dynamischen Events sowie ein Rennen nach Hurston und seinen Monden ebenfalls bis Dezember in Planung, wie die Implementierung von Missionen für Pyro. Zudem steht eine Erweiterung des Reputationssystems an. Das First-Person-Radar- und Scansystem werden bis Anfang August erwartet, sowie die erweiterte Version von Horizon mit der Version 3.16. Aber auch die Pyro-Raumstationen, die Spawn-Closet sowie einige unangekündigte Spielinhalte sind noch zu erwarten. Interessant wird der Bereich November bis Anfang Dezember, da hier in vielen Teams grundlegende Bereiche für eine Implementierung von Pyro terminiert sind. Im Mission-Feature-Team findet eine Anpassung des Flugkontrollsystems für das Server-Meshing statt. Wir arbeiten an dynamischen Events und Server-Meshing selbst. Zudem ist eine Tracking-App, welche mehr Informationen zu Verstößen gibt, in Arbeit. Modular werden Arbeiten am Cluster Ende Dezember abgeschlossen, sowie zu Sprungpunkten bereits Ende August. Arbeiten zu den Außenposten gehen jedoch bis ins Jahr 2022. Allerdings werden auch hier Arbeiten zu Pyro ebenfalls mit einem Abschluss Mitte November angepeilt. Die angesprochenen Puzzles sowie Erweiterungen von abgestürzten Schiffen und dem Exploration-Gameplay sind bis Ende November in Planung. Arbeiten an Krankenhausinterieur werden für Raumstationen Ende August terminiert, für die Krankenhäuser in Lorville und Levski bis 2022. Beim Planet Content Team gibt es neben allgemeinen Verbesserungen keine großen Neuankündigungen.
Beim Tech-Team hingegen wird der Generation 12 Renderer bis Ende September erwartet. Hier ist dann mit einem Performance-Sprung zu rechnen. Vom PU Gameplay Team erhalten wir bereits Mitte August den neuen Asset Manager, welcher den nussigen Namen Knickknack erhalten hat und uns den Standort unserer Items anzeigt und die Ausrüstung ermöglicht. Und mit den Commodity Kiosks werden wir künftig für Frachtflüge eine Be- und Entladezeit Anfang Dezember im Spiel finden. Arbeiten an der Hangar Manager App gehen über das Jahr hinaus, jedoch werden wir ebenfalls Anfang Dezember die ersten Items verkaufen können. Das Konzeptteam schließt die Neuausrichtung der Barnum Merchant Man Anfang August ab, was jedoch nicht bedeutet, dass wir die Merchant Man noch in diesem Jahr als flugfähiges Schiff sehen werden. Hierauf kommen wir allerdings noch bei einem anderen Team. Dafür wird Ende Juli die erste Version der Lebenserhaltung abgeschlossen, sowie einige unangekündigte Konzepte vorgestellt. Und bei einigen dieser unangekündigten Konzepte handelt es sich unter anderem auch um Schiffe und Fahrzeuge. Womit wir beim Vehicle Team EU sind, hier kommt mit der 3.15 die lang erwartete Redeemer und wir sehen, dass die Merchant Man noch bis ins Jahr 2022 in Arbeit ist. Gegen Ende des Jahres steht allerdings die Hull-Serie von Mists von der A- bis C-Variante an. Gegen Ende des Jahres erhält die 600i ihren Goldstandard, wobei abzuwarten bleibt, ob sich das Interieur noch verändert. Die Scorpios treffen wir auch erst wieder 2022, allerdings gibt es zur CitizenCon im Oktober noch mindestens ein unangekündigtes Schiff. Das US-Team plant die Starfighter-Serie bis Mitte September, Arbeiten an der Corsair beginnen bereits Ende Oktober. Die Vulture ist für Mitte November geplant, wobei für Squadron 42 die Vendul-Schiffe einen großen Teil einnehmen. Zudem erhalten wir wiederum im September und Oktober gleich 4 unangekündigte Schiffe. Daher ist davon auszugehen, dass wir im Rahmen der CitizenCon im Oktober mehrere Schiffe und Fahrzeuge direkt flugfähig erleben können. Die Starlifter A2 mit Bombenfunktionalität ist für Anfang September geplant, sowie ein Update aller Bodenfahrzeuge im November. Die Quantum Travel Erfahrungen arbeiten starten im Juli und das Schiff-CPU-System ist, wie eine neue Version der Außenkamerasteuerung, weiterhin in Arbeit. Unter das CPU-System fällt im Übrigen direkt die Blade-Technologie, also nutzbare Geschütztürme für den Piloten und viele andere Möglichkeiten. Das Schiff-zu-Schiff-Betanken ist bereits Ende Juli geplant, wobei Arbeiten an den MFDs und den Sprungpunkten bis 2022 in Arbeit sind. Für Squadron 42 wird es ein Checkpoint-System geben, also eine indirekte Speichermöglichkeit. Die erste Version der Lebenserhaltung sowie die Technologie für die Hull-Serie sind im September zu erwarten. Verbesserungen der Schiffstüren und Rampen sind im Dezember geplant und im September können wir mit einem Spawnen von Fahrzeugen in Schiffen rechnen. Feuerlöscher werden bereits im Juli abgeschlossen. Für Waffen wird es ein Überhitzen sowie Fehlfunktionen noch in diesem Jahr geben. Von Grey Cat erhalten wir weitere Aufsätze für das Multitool sowie Anfang August die Armbrust. Und im September ist eine Parallax Laser Assault Rifle geplant. Zudem gibt es unangekündigte Erweiterungen sowie neue Waffen-Attachments. Spannend hierbei ist jedoch vor allem das Waffen-Fehlfunktionssystem. Und mit der ersten Version der Salvaging-Mechanik Mitte September haben wir alle wichtigen Bereiche auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht sogar ein Subscribe hier. Bereits zu 3.14 gab es im Vergleich zu den Vorjahren viele neue Mechaniken, Verbesserungen und vor allem die Fertigstellung von Kerntechnologien. Mit dem Server-Meshing sowie der finalen Implementierung des iCache-Systems 2022 ist ein großer Schritt in Richtung Beta-Version getan. Aber wie immer würden mich eure Meinungen hierzu interessieren. Glaubt ihr an eine zeitnahe Implementierung der Features? Schreibt mir gerne in den Kommentaren zum Video, im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Aber das Wichtigste wie immer zum Schluss. Ein herzliches Dankeschön an alle Patreons, Kanalmitglieder und Twitch-Subscriber. Ihr seid eine enorme Motivation und ohne euch wäre das Ganze in dieser Form gar nicht möglich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr rockt! Und natürlich gibt es wieder umfangreiche Giveaways, auch diesen Monat. Welche das sind und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr in der Videobeschreibung oder im nachfolgenden Ankündigungstrailer. Viel Glück und bis bald. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage wie immer, see you in the verse.